Hallo Leute, hier ist wieder Rank of Atom Productions und jetzt mit einem neuen Update. Ja, wir haben ein paar Sachen zu sagen. Das erste, wie ihr wahrscheinlich seht, die Regale sind leer. Also mein Regal ist leer und die Sets stehen hier, weil ich halt ein paar reparieren möchte. Das Dropship zum Beispiel sah sehr katastrophal aus, aber jetzt sieht es schon relativ besser aus. Und ja, ich möchte es so langsam ein bisschen wieder reparieren, die Sets. Und ja, das stehen hier halt da. Dann das nächste Thema ist, ja, da hinten sieht ihr das Minimog, das wollen wir jetzt heute fertig machen wahrscheinlich, ne? Mhm, auf jeden Fall. Und dann auch, denke ich mal, hochladen, wir haben ja lange keinen Mock mehr gemacht. Genau. Und ja, wir haben jetzt auch eine neue Idee, was wir machen wollen. Und zwar sollen wir so ein Work in Progress machen, wie wir einen Mock bauen. Und dafür wollten wir das aber so machen, dass wir halt wirklich das Mock, wie wir es bauen, also wirklich die ganzen Schritte auch filmen, quasi, dass ihr bei Nix irgendwie, dass ihr das alles mitbekommt. Sowas wollten wir auf jeden Fall machen, weil es sehr relativ cool ist bestimmt. Und ich denke mal, viele von euch können auch damit was anfangen, um dann auch selber wirklich gute Mocks zu bauen, also auch vielleicht größere Mocks. Vielleicht habt ihr ein bisschen Schwierigkeiten dabei noch und das wäre dann cool, wenn wir euch dabei helfen könnten. Und ich hätte auf jeden Fall Spaß daran. Und du musst dich ja noch ein bisschen so überzeugen lassen. Ja, auf jeden Fall. Also, ich fände es auf jeden Fall cool, wenn wir sowas machen könnten. Wir denken mal, also es sollte auf keinen Fall größer als 4 Platten werden. Und die Idee soll auch von euch kommen. Also quasi dieses How You Say We Build mit jetzt Work in Progress. Genau. Aber es wird auch folgendermaßen sein, wir werden natürlich dann nicht, wenn wir jetzt jede Mauer einzeln hochziehen und dann das alles filmen. Nein, wir werden euch zeigen, wie wir die Mauer bauen, das dann schon anfangen zu bauen und dann sehen wir uns halt, wenn diese Mauer steht. Ja, das weil heißt, sonst würde das ja wirklich lange dauern. Weil zum Beispiel das Gras, wenn wir das Gras drauf machen, dann werden wir auch nicht euch zeigen, wie wir jedes einzelne Gras einen drauf machen. Zeigen euch nur die Schritte dann. Genau, auf jeden Fall werden wir da von Anfang an bis Ende das dann auch durchstrukturieren und dann auch zeigen, vielleicht wie ihr euer bestmögliches Video machen könnt, um das Mock dann zu präsentieren und auf YouTube hochzuladen. Also was haben wir vor zu machen und ich denke mal, dass wir es doch machen werden, beziehungsweise wir werden es machen und ich denke mal, es wird auch vielen, vielen vielleicht helfen und auch Spaß machen, das zuzugucken. Ja, also könnt ihr ja gerne mal schreiben, wie ihr die Idee findet und ob ihr das befürworten würdet. Und ja, ich weiß es nicht, vielleicht machen wir noch ein extra Video für das Work in Progress, wo ihr dann die Ideen drunter schreiben könnt. Oder ihr sendet uns einfach so die Ideen ein und unter das Video als Kommentar oder so. Es sollte halt in 4 Platten auch sein. Und oder kleiner halt, aber ich habe eine Bitte an euch, Leute. Wenn wir so ein Video machen, ne? Ja. Wo wir dann sagen, schreibt eure Ideen drunter, dann bitte schreibt nicht drunter. Erster oder cool oder sonst was. Dann bitte nur die Ideen unter diesem Video. Ihr könnt das dann gerne liken und dann eure Ideen schreiben. Das wäre dann in diesem Video sehr hilfreich. Ja, auf jeden Fall, ja, so viel dazu. Dann noch zum Mock-Contest. Also bis jetzt machen, glaube ich, so geschätzt, würde ich sagen, 60 mit. Ja, also wirklich schon mal Dankeschön dafür, ne? Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Und wie gesagt, wir haben ein Infovideo gemacht, wo wir das nochmal genau erklärt haben, Leute. Und wenn dann jetzt immer noch Fragen offen sind, ich also wirklich Leute, die sich dann durch dieses Video eigentlich beantworten und die trotzdem noch gestellt werden, oder Leute, sorry, dann müsst ihr einfach mal genau hinhören. Oder ihr wartet jetzt, es sind noch keine Regeln, ihr könnt schreiben, ich mach mit, dann werdet ihr in die Gruppen eingetragen und wenn ihr nicht mitmacht, seid ihr halt raus. Das wird auch alles nochmal geklärt dann, wenn die Auswertung kommt. Und bitte, die Leute, die jetzt unter das Infovideo geschrieben haben, ich mache mit, bitte schreibt unter das Contest-Video, ich mache mit, weil sonst zählt eure Bewerbung nicht. Ja. Also guckt unter welches Video ihr euch eintragt und ihr habt jetzt noch eine Woche Zeit. Also auf jeden Fall tragt euch ein, denn Stand jetzt wird der Contest auf jeden Fall stattfinden. Und wie genau wir das machen, wir berücksichtigen das natürlich, dass ihr nicht 80 Mocks bauen könnt, ist schon klar. Wir wollen das auch höchstens bei 3 oder 4 lassen, höchstens. Müssen aber noch gucken, das haben wir auch gesagt, wir wollen ja nicht einfach einen regulären Contest, sondern eher so eine Turnierversion machen. Und daher müssen wir einfach mal gucken, wie viele überhaupt mitmachen. Und wenn ihr jetzt die ganzen Kommentare damit zuspammt, dass ihr das nicht wisst, ob ihr mitmachen könnt, weil ihr so viel Mocks bauen wollt oder so, dann Leute, hört mal genauer zu einfach bitte. Ja, auf jeden Fall meldet euch noch an unter dem Video und
ja, dann wird nächste Woche halt das Auswertungsvideo kommen. Und dann werden auch die, also die, was heißt Auswertung, die Auslosung der Gruppen werden stattfinden. Und ja, dann werden wir auch die Regeln bekannt geben und den das Datum bis dann. Und das werden wir auch alles so machen, dass am besten keine Fragen mehr da sein sollen. Und ja, das war es dann auch eigentlich schon wieder. Also jetzt wird dann wahrscheinlich ja, die Planung für die nächsten Woche und so habt ihr jetzt mitbekommen. Und ja, schreibt einfach Kommentare, was ihr so denkt. Und ja. Oder vielleicht, wenn ihr auch noch einen wirklichen Vorschlag habt, der gut ist über den Contest, schreibt noch in die Kommentare. Genau, schreibt einfach Kommentare sind immer cool, die zu lesen. Ja. Und nochmal, Leute, wir haben einen Instagram-Account, nochmal unter dem Instagram-Video gucken. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt oder dem noch nicht folgt, tut das. Da seht ihr teilweise neue Bilder von unserer Sammlung oder sonst was. Dann laden wir eigentlich immer ganz coole Sachen hoch. Und ja. Ja, wir sind raus. Ciao, Leute. Tschö.